Wenn eine Stadt 20 Jahre alt wird, ist das Grund genug, dieses gebührend zu feiern. Und das tat auch Gerersdorf in einem dreitägigen Programm, das sich sehen lassen konnte. Begonnen hat alles schon am Freitag mit einem Open-Air-Konzert vor dem Rathaus in Gerersdorf. Ja, 20 Jahre Gerersdorf Stadt, das ist schon ein Event, das gehört gefeiert, ist klar. Es geht eh über drei Tage und der erste Tag, der war eben gestern sehr gut verlaufen. Konzert war wirklich 1A und heute ist der zweite Tag, die Stadt feiert sozusagen. Morgen am dritten Tag werden wir es ausklingen lassen, aber bis jetzt ist alles sehr ruhig und Hut ab vor der Gerersdorfer Bevölkerung. Und die Polizei hat ja da relativ ein großes Aufgabengebiet. Es hat Industrie, es hat die Dings und es hat viel Durchzugsverkehr. Sehr viel Durchzugsverkehr, das was uns die meisten Sorgen bereitet. Aber die wenigste Aufgabe und die freudigste Aufgabe ist die Gerersdorfer Bevölkerung. Da haben wir am wenigsten Arbeit. Das freut uns. Sag ich schon danke und viel Vergnügen noch. Dankeschön, ebenfalls. Tage wie dieser. Vielen Dank an die Kinder unter der Leitung von Hertha und Franz Rilitschka. Sehr verehrte Gäste, ich begrüße Sie aufs Allerherzlichste zum feierlichen Festakt 20 Jahre Stadt in Gerersdorf bei Wien. Mein Name ist Alice Mentor und ich darf Sie heute Vormittag durch das Programm führen. Was erwartet Sie in den nächsten 1,5 Stunden? Sie werden die Welturaufführung des Liedes Meine Stadt live erleben. Sie werden unsere wunderbare Stadt noch einmal mit ganz anderen Augen sehen. Sie dürfen die eigens bis zum heutigen Festakt fertiggestellten Gerersdorfer Festtagsdirndl bewundern. Sie werden einige Grußworte und eine Festrede unserer Ehrengäste aus der Politik hören und Sie dürfen die Ehrung zweier verdienter Gerersdorfer Weihungen. All dies wird musikalisch umrahmt durch den Chor der Regenbogenkinder und findet seinen Abschluss in der niederösterreichischen Landeshymne, die der erste Gerersdorfer Musikverein zum Ende des Festaktes anstimmen wird. Aber das ist noch lange nicht alles. Direkt nach dem Festakt wird für Sie der Mittagstisch eröffnet, den Sie auf der Pfarrwiese vorfinden werden. Und zwischen 12 und 15 Uhr begrüßen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses zum Tag der offenen Tür. Sie sind herzlich eingeladen, an unserer Rätselrallye teilzunehmen und sich das eine oder andere Geschenk im Rathaus abzuholen. Sie sehen also, wir haben noch so einiges vor, deshalb will ich Sie auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Bitte begrüßen Sie mit mir den Bürgermeister Magister Alexander Folter. "20 Jahre bedeuten vor allem 5 Orte, eine Stadt. 5 Orte halten zusammen und bilden gemeinsam eine Stadt. Und es ist klar, wir haben 20. Geburtstag, Gerersdorf ist 20 und jetzt wird Gerersdorf erwachsen." Wenn man sich so umschaut, Gerersdorf ist enorm gewachsen und hat es eigentlich geschafft, dass die Infrastruktur nicht hinten nachhängt? Es ist heute nicht nur ein roter Teppich gelegt, sondern wir haben auch viel unter der Straße gelegt und auch über der Straße ist viel geschehen, aber wir dürfen nicht aufhören, Kindergärten zu bauen, Schulen zu bauen und eine gute Infrastruktur zu haben. Das bleibt eine Herausforderung auch für die nächsten 20 Jahre. Und wenn man sich anschaut, Gerersdorf ist super aufgestellt, auch mit Vereinen und Organisationen. Es gibt wirklich ein tolles Vereinsleben da in Gerersdorf und wenn man sich heute umschaut, da sind ja auch einige da. Ja, wir haben nämlich heuer nicht nur das Jahr der Kinder, sondern auch das Jahr der Vereine. 70 Vereine hat Gerersdorf schon und es kommen fast jedes Monat neue dazu. Heuer werden es mindestens 5 sein und einen darf ich gleich vorstellen. Das ist der Verein der Gerersdorfer Sportfreunde und die veranstalten heuer die erste Gerersdorfer Oldtimer Klassik am 28. September. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Jetzt ist das nicht nur heute das Fest, es hat ja gestern schon begonnen mit dem Konzert am Abend. Es war dann auch das Abschlusskonzert der Musikschule, ist zwar nicht offiziell im Programm, aber war eigentlich ein super Einstieg, wenn man es genau nimmt.
Das war der allerbeste Einstieg, den ich mir nur wünschen hätte können. Gerersdorf ist dankbar, dass wir so viele junge Musikerinnen und Musiker in unserer Musikschule haben. Die sind unsere Zukunft und ich bin sicher, die eine oder der eine oder andere von denen wird einmal in 20 Jahren ein super Musiker, ein Künstler sein und die Musikschule insgesamt ist jetzt schon sehr gut aufgestellt und ich bin sicher, die wird sich in den nächsten Jahren sehr gut entwickeln, genauso wie unsere Stadt. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und kann nur sagen, alles Gute für die heutige Feier und viel Vergnügen. Ich danke ganz herzlich. Dankeschön. Feiert heuer 20 Jahre Stadt, sondern auch der Chor der Regenbogenkinder feiert heuer ein Jubiläum, nämlich stolze 30 Jahre. Der Chor besteht aus Schülerinnen der neuen Niederösterreichischen Mittelschule und ist durch seine über 300 Konzerte und zahlreiche Radio- und Fernsehauftritte über die Grenzen von Gerersdorf hinaus bekannt. Seit heuer gibt es außerdem eine Kooperation mit der Musikschule Gerersdorf. Über drei Jahrzehnte leiten diese beiden Ehrenbürger zusammen mit viel Engagement und noch mehr Herzblut den Chor der Regenbogenkinder. Hertha und Franz Riewitschke. Für seinen Chor hat Franz schon so einige Lieder komponiert und heuer ist ihm ein ganz besonderes Auftragswerk gelungen. Zum Anlass der 20 Jahre Stadt hat Franz in Musik und zusammen mit seiner Frau Hertha auch in Worte gefasst, was Gerersdorf für uns alle bedeutet. Sehr geehrte Damen und Herren, Bühne frei für die Welturaufführung des Liedes Meine Stadt, gesungen vom Chor der Regenbogenkinder unter der Leitung von Hertha und Franz Riewitschke. Thank you.
Wir stehen da vor dem wunderbaren Wappen, 20 Jahre Stadt. Und jetzt haben wir einen Berufenen da, der ja, kann man sagen, quasi auch der Geburtsvater war. Ja, ich war der Geburtshelfer, würde ich sagen. Weil beschlossen hat es die Landesregierung und der Niedersächsische Landtag im Dezember 98 und 99 haben wir dann die Überreichung der Urkunde mit einem großen Fest hier am Kirchenplatz gefeiert. Wenn man da so zurückdenkt, da hat doch sehr viel Arbeit auch dahinter gesteckt. Naja, die Arbeit war eigentlich vorher. Der Stadtwerden bedeutet ja, dass man vorher sehr viel machen muss. Und nachdem wir 92 Marktgemeinde geworden sind, weiß man, dass zwischen 92 und 99 ein gewaltiger Investitionsschub in der Gemeinde war. Wir haben Bildungseinrichtungen gebaut, wir haben Kanal gebaut, wir haben Straßen gebaut, Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen. Das war eigentlich die Arbeit. Am Ende der Arbeit stand dann das Fest. Wenn man sich so umschaut, ist Gerersdorf ist eine enorm gewachsene Gemeinde und das relativ flott. Und es ist schon bemerkenswert, dass einfach die Infrastruktur mitgehalten hat. Ja, als ich in die Gemeinde gekommen bin, das war 1971, da hatten wir 4.700 Einwohner. Jetzt sind es über 12.000. Und wir haben eigentlich immer Vorsorge dafür getroffen, dass rechtzeitig geplant wurde, rechtzeitig gebaut wurde. Und es waren damals 6 Kindergartengruppen und jetzt sind es, glaube ich, 18, wenn ich das richtig weiß. Also wenn man so, Altbürgermeister gefällt mir nicht, Bürgermeister außer Dienst, wenn man so zurückblickt, dass sich jetzt diese Stadterhebung anschaut und die heutige Feier, das erfüllt auch mit Stolz, ne? Ja, es erfüllt natürlich mit Stolz, keine Frage. Aber es ist ein Stolz, den ich für die Gerersdorferinnen und Gerersdorfer habe. Deshalb, weil das ist ja keine Einzelleistung. Der Bürgermeister ist der Repräsentant, der ist der Einser im Gemeinderat. Aber es funktioniert ja nur dann, wenn die Bevölkerung mittut, wenn der Gemeinderat mittut, wenn also viele das Gleiche wollen. Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt in diesen 18 Jahren in meiner Bürgermeisterzeit, dass es bis auf ganz wenige Projekte eigentlich immer volle Übereinstimmung gegeben hat und alle an einem Strang gezogen haben und noch dazu in die gleiche Richtung. Und das ist natürlich schon faszinierend. Lassen Sie sich nun inspirieren von den wunderschönen Bildern und Stimmungen, die Romano Fürnkranz und Christoph Bertus von Citycopter Camp für uns eingefangen haben. Ja, 20 Jahre Stadt zeigt, dass die Gemeinde nicht nur bei der Eröffnung, sondern weit vorher schon geplant hat, denn eine Stadt, wenn man sie öfter Stadt erklärt, ja, müssen alles muss rundherum stimmen und das muss einmal geschaffen werden. Das ist ungefähr, wenn Sie ein Haus bauen, einziehen können Sie erst dann, wenn es fertig ist. Und darum wird das besonders gefeiert. Aber eines ist klar, es gibt keine Gemeinde rund um Wien, die nach dem Krieg diese Entwicklung durchgemacht hat wie Gerersdorf. Und das möchte ich festhalten, über das kann man länger reden auch noch, aber das ist sicherlich nicht. Da kann man stolz sein, glaube ich. Ne? Ich bin stolz, ich bin 20 Jahre im Vorstand gewesen, 8 Jahre als Vizebürgermeister, 3,5 Jahre als Bürgermeister, als Finanzreferent, Schulreferent. Also ich kenne diese Sache bis ins Kleinste. Dann wünschen wir noch alles Gute beim Feiern. Danke. Dankeschön.
In einem kurzen Ausschnitt des Filmes haben Sie bereits etwas gesehen, das wir nun näher beleuchten möchten. Das Gerersdorfer Dirndl. Bereits bei der Stadterhebung 1999 wurde das Gerersdorfer Alltagsdirndl kreiert. Zum Anlass der 20-Jahr-Feierlichkeiten haben wir Anfang des Jahres im Gerersdorfer Gemeindekurier einen Aufruf gestartet. Es mögen sich doch Damen melden, die an einem Dirndl-Nähkurs für das Festtagsdirndl teilnehmen würden. Auf diesen Aufruf haben sich 14 Damen gemeldet, die seit Anfang März an ihren eigenen Dirndln genäht haben und die heute ihre Werke präsentieren dürfen. Sei stolz auf deine Tracht. Du hast sie selbst gemacht. Trag sie nun in die Welt hinaus. Zeig allen, in Gerersdorf bei Wien bin ich zu Hause. Ist schön für das Land, aber auch für die Menschen natürlich, wenn eine Stadt Grund zu feiern hat. Und Gerersdorf hat jeden Grund zu feiern. Die Stadt Gerersdorf hat in den letzten 20 Jahren eine super tolle Entwicklung genommen, trotz einer schwierigen geografischen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, nämlich die Nähe zu Wien. Weil Wien natürlich ein herausforderndes Zentrum ist. Und wenn man in die Geschichte der Stadt blickt, dann ist all das, was man sich vorgenommen hat, Wirklichkeit toll gelungen. Also wenn man so eine Revue passieren lässt und gerade wenn eine 20-Jahr-Feier ist, schaut man sich vieles genau an, muss man feststellen, dass Gerersdorf eigentlich eine ganz tolle Infrastruktur hat. Absolut, also alles, was eine Stadt ausmacht, alles, was von überregionaler Bedeutung über die Stadt hinaus für das Land, für die niederösterreichischen Dörfer und Gemeinschaften und Gemeinden ist, das wird hier angeboten, obwohl eigentlich die Konkurrenz durch die unmittelbare Nähe zu Wien fast erdrückend scheint, aber das haben sie hervorragend bewältigt und gemeistert. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und viel Vergnügen bei der Feier. Danke, alles Gute auch. Viel Spaß, der Gustav. Gerersdorf ist gewissermaßen das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und heute die Stadt, in der meine Kinder aufwachsen. Und das zeigt auch die Entwicklung auf, die Gerersdorf genommen hat, auf Initiative von Bernd Vögele, Stadt geworden, aber Dorf geblieben. Wie es auch das Motto war, so ist es auch praktisch umgesetzt worden. Und das feiern wir heute in einem Dorf, da halten alle zusammen, da kennen viele einander persönlich, da gibt es eine gegenseitige Unterstützung. Aber eine Stadt, na, die hat einen ganz weiten Horizont und hat einen regen Austausch auch an Menschen, an Persönlichkeiten, nicht nur im Zuzug und im Wegzug, sondern auch im Miteinander mit anderen. Und das ist Gerersdorf heute, das gehört gefeiert. Das ist der 20. Geburtstag von Gerersdorf als Stadt und das Wetter gibt uns recht. Wir feiern bei wunderschönem Wetter. Gerersdorfer müssen brav gewesen sein. Ganz offensichtlich, aufgegessen, brav gewesen und ich muss vor allem immer die Blaulichtorganisationen, die Einsatzorganisationen hervorheben, die halten so vieles zusammen, natürlich in Sachen Sicherheit, aber auch im gesellschaftlichen Miteinander. Aber nicht nur die haben aufgegessen, alle Gerersdorfer haben aufgegessen, deshalb scheint die Sonne. Naja, zur Nachbarstadt muss man sagen, die Zusammenarbeit ist hervorragend und es ist eigentlich ein Musterbeispiel, wie zwei Städte sozusagen über Landesgrenzen hinweg zusammenarbeiten, im Grünraum, in der Regionalentwicklung, aber auch freundschaftlich. Wir fahren auch manchmal mit dem Radl miteinander und schauen uns die Gegend an, damit man weiß genau, wo was braucht. Also das ist Hand in Hand eine Arbeit, die Freude macht. Und da ist ja ganz interessant, da verschwimmen die Grenzen ja fast. Ja, die verschwimmen sozusagen, weil das so ineinander greift, fast wie ein Puzzlestück. Und wir haben ja eine gemeinsame Geschichte. Gerersdorf hat einmal zu Wien gehört, jetzt wieder zu Niederösterreich. Aber die Nähe macht schon aus, dass man auch gut zusammenarbeitet. Und wir haben ja auch Austausch von Bevölkerung. Die Gerersdorfer kommen nach Wien zu unseren Festeln. Wir kommen da außer. Die Süßenbrunner gehen einkaufen nach Gerersdorf. Eigentlich zählt die Grenze nicht viel. Man lebt dort, wo man sich wohlfühlt. Und last but not least, unser ganz spezieller Ehrenbürger aus Budapest, István Gábor Benedek, der heute mit seiner Frau Kionalka gekommen ist. Schön, dass du da bist. Welcome to Gerersdorf. Weniger Verkehrsbelastung und mehr Radwege. Sehr geehrte Damen und Herren, das haben wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen. Und liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, gestattet mir, dass ich auch etwas sage, was mir persönlich ganz wichtig ist. Ich wünsche mir weiterhin ein Gerersdorf, wo wir immer offen und respektvoll miteinander reden können. Dann schaffen wir das, was wir uns vorgenommen haben, 5 Orte, eine Stadt. Dankeschön. Ein wichtiger Teil da in Gerersdorf ist die Feuerwehr nicht wegzudenken. Ihr habt für eure Aufgaben sind von Jahr zu Jahr, glaube ich, größer geworden. Ja, die Zeit geht mit sich, die Einsätze werden immer mehr. Die Feuerwehr Gerersdorf verzeichnet in etwa 200 Einsätze pro Jahr. Die technischen Einsätze überwiegen natürlich. Heuer besonderes Highlight in den letzten 14 Tagen, glaube ich, haben wir 4 oder 5 Schlangeneinsätze gehabt. Also man merkt, Stadt werden, Dorf bleiben. Also, aber wir müssen stolz auf unsere Stadtgemeinde sein. Darum sind wir heute hier, dass wir 20 Jahre Stadtgemeinde feiern dürfen. Die Stadtgemeinde ist für uns ein sehr, sehr großer Unterstützer, ein sehr wichtiger Partner. Und ich bin froh und stolz, dass wir so eine gute Zusammenarbeit in unserer Stadtgemeinde haben und die uns auch wirklich so hervorragend unterstützt. Die Stadt Gerersdorf kann froh sein, dass sie 2 so tolle Feuerwehren hat, die wirklich alles tun, um die Stadt zu schützen. Auf das kann man wirklich stolz sein. Wir haben in den letzten 2 Jahren eingeführt, dass wenn eine Feuerwehr ein Fest feiert, sie dieses Fest in Ruhe feiern kann und nicht während dem Fest weglaufen muss. Hat sich gestern hervorragend wiedergespiegelt. Wir haben hier Brandsicherheitswache gehabt und die Feuerwehr Seyring ist für uns ein technischer Einsatz auf die Autobahn gefahren. Wir sind hier wirklich ein sehr, sehr gutes und ein sehr zusammengeschweißtes Team. Und wenn wir zusammen auftreten, merkt man gar nicht, dass wir 2 verschiedene sind, sondern wir sind eine einzige Einheit, die für Gerersdorf und für die Sicherheit in Gerersdorf da ist. Gerersdorf ist der direkte Nachbar und hat auch, glaube ich, die längste gemeinsame Grenze zu Wien. Ja? Und es verfließt auch ziemlich die Grenze zwischen Floridsdorf und Gerersdorf. So ist es, ja. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, weil die Überschneidungen, glaube ich, schon Herausforderungen an uns beide, sowohl Gerersdorf als auch Floridsdorf, bringen, die wir permanent versuchen müssen zu lösen. Ein Stichwort ist ja heute gefallen, die Verkehrssituation zum Beispiel. Ja? Und dann, was eine sehr positive Sache ist, glaube ich, ist die Grünraumspange. Genau, das ist ein EU-gefördertes Projekt, das ist heute auch nicht erwähnt worden, und zwar die Grundsatzplanung, die ja schon einige tausende Euro gekostet hat und doch sehr, sehr intensiv in unsere Bezirksbudgets eingegriffen hätte, hätten wir das selbst finanzieren müssen. Die Grünraumspange von Biesenberg, Floridsdorf, über Gerersdorf zum Norbert-Schedwald. Dieses gemeinsame Projekt ist also ein sehr wichtiges Projekt für unseren Bezirk, aber soweit ich weiß auch für alle beteiligten Stadtgemeinden bzw. Donaustadt. Ja. Auch schon da unten sitzen und zuhören. Ich werde das sehr genießen und darf zum Abschluss sagen, ja, auf erfolgreiche 10 Jahre, 5 Orte, eine Stadt. Vielen Dank. Kommen, darf ich Ihnen noch kurz sagen, wie es weitergeht. Der Mittagstisch ist schon für Sie vorbereitet. Bis 15 Uhr sind Sie herzlich eingeladen beim Tag der offenen Tür im Rathaus. Um 14 Uhr haben wir im Rathausgarten eine Vorführung des Taekwondo-Vereins und um 15 Uhr startet dann der Dorfarena-Lauf in Seyring und die Siegerehrung findet dann eben da um 17.30 Uhr statt.